Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 129. Wenn ihr irgendwelche Nebengeräusche hört, da kann ich momentan leider nichts für. Das bin nicht ich, der hier irgendwie laut ist oder so, sondern es wird ein bisschen rumgerissen. Aber ich muss natürlich ein bisschen gucken, dass ich meine Sachen auch aufgenommen kriege. Deswegen, wenn Nebengeräusche da sind, bitte ich den zu entschuldigen. Genau wie mein Hüsteln, Husten und was sonst alles kommt. Ja, wo sind wir hier? Wir sind bei einem Gülletank. So einfach ist es. Hier ist das gute Stück. Grün, gelb, lang. Und das, was ihr hinten seht, ist noch eine Einbringungsgeschichte dementsprechend, die man noch extra ransetzen kann. Ich zeige euch, dass man das extra ransetzen kann. So. Weil ich kann sie abkuppeln. Ne? Wie ihr seht, habe ich jetzt hier hätten den normalen Ausgang, sag ich mal so, und das gute Stück, ne, den Gülle-Injektor, Gülle-Einspritzung sozusagen, die kann ich hier hinten ransetzen, dann gehen auch hier schön die Kabel und sowas hinten dran, das sieht dann alles ziemlich gut aus. Ne? Haben sie ordentlich gemacht, kann ich anders sagen. Ist ein bisschen längeres Gerät, wenn nicht, ist natürlich dann eine andere Frage dabei. Ne? Lampen und sowas und den ganzen Spaß funktioniert natürlich genauso wie bei allen anderen Geräten raus. Und ist halt ein Güllefass. So. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch das ganze Zeug mal gleich im Shop hier. So, rumdi-dumdi, Güllefässer, da haben wir schon. Und ihr seht es dann gerne. Das kostet auch nur 11.000, 14.000 Liter Inhalt, 9 Meter Arbeitsbreite. Ist natürlich sehr günstig und finde ich eine sehr schöne Geschichte und sieht auch vernünftig aus. Und die Einspritzung kostet auch mal ein Tausender extra, wenn man es so haben will, mit 2,50 Meter Arbeitsbreite. Ne? So simpel sieht's aus. Nächste Part. Wir laufen ein Stückchen weiter und sehen auch schon den nächsten Part. Das ist nämlich diese Fliegel-Silagezange. Da brauche ich glaube ich nicht viel dran zeigen. Schön in Metall-Look gehalten das Ganze hier. Kann ich schnell kippen, kann ich aufmachen, zuklappen, wie es halt so ist. Ist halt eine Silagezange. Ne? Kann man auch nicht viel Zauberei draus machen. Zeigen im Shop kann ich es euch natürlich, das ist klar. Dafür gehen wir einfach auf die Frontladergeschichte, gehen nach hinten durch. Da sehen wir Silo-Greifgabel, heißt es dann so schön. 1140 Liter passt an den normalen Frontlader, kostet 2500 und sieht genauso aus wie das gute Stück, was ihr gerade auch gesehen habt. So, Leute, damit haben wir schon zwei Sachen erledigt. So schnell geht's. Ich latsche mal hier eine Runde geradeaus. So. Und da seht ihr es, MF320 steht hier dran. Skidder oder Rückenzieher oder Rückenschieber oder wie auch immer ihr wollt. Hat vorne die Möglichkeit, den Kram, ne, hoch und runter zu setzen, um was zur Seite zu schieben. Und hat hinten den Greifarm, den man runternehmen kann und auch auf und zu machen kann. Der ist halt einfach dafür da, um Bäume oder irgendwas anderes zu nehmen. Ne? Und dann das Ganze aus unwegsamem Gelände rauszuziehen als ein ganzes Fahrzeug. Lichtgeschichten, das funktioniert einwandfrei. Vorne hat er zwei Strahler dran. Durch das Schiebeschild hat er natürlich hier unten keine Lampen, weil wir ein E verdeckt. Ne? Ihr habt hier, wie man es gerade hält. Bei der Fahrt halt, ne, würde man es ja eher so halten. Hat natürlich auch die Arbeitsstrahler nach hinten raus und auch die Rundumbeleuchtung funktioniert. Innencockpit. Simpel und einfach gehalten. Aber das Gerät ist ja auch für simpel und einfach gemacht. Ne? Da sieht man einmal die Arbeits-, die Schaltung an sich, dass man das Steering umschalten konnte hier, ne, im Cockpit, dass es so auf Arbeit und auf Straßengeschichten steht. So was haben wir jetzt natürlich jetzt hier nicht, ne, aber in echt dementsprechend, wenn es das Gerät so gibt in der Form, dann hat man die Umschaltmöglichkeit, wie ihr seht. Ne, auch das Tacho-Geschwindigkeitsgeschichten, seht ihr, da bewegt sich, wenn man sich bewegt. Also soweit gar nicht so übel. Ne, wer sowas sucht, warum nicht? Ist nicht jedermanns Sache, sehe ich ein, aber ne? Steht ganz normal unter Forstmaschinen, kostet 70.000, hat nicht super viel PS angeblich hier, guck doch mal, ne? 200 Liter Tank, 25 macht er und dann kann man natürlich hier, wenn man möchte, noch die Hauptfarben ein bisschen variieren, was es dann an Farben dann MF-mäßig dann gab. Ne? Hier hat man noch die Design-Variante, ob man es komplett vergittert haben möchte, also ne, mit Schutz oder offen. Und die Reifenvariante gibt es noch die Zwillingsbereifung dementsprechend zu wählen. Je nachdem, wie man es haben möchte. Ich habe halt die gar normale Grundversion hier hingestellt gehabt. So, ich laufe jetzt hier einmal rum.
und zeige euch eine Ballengabel. Die gibt es dementsprechend für Rundballen, wie ihr seht. Ne, da werden die Ballen in der Form aufgenommen. Gibt es für, wie ihr seht, Teleskoplader und auch für einen Frontlader. Der obere Arm, der wird halt mit der Hydraulikgeschichte auseinander zusammengezogen. Das andere sitzt in dem Sinne dran. Ja, ich weiß nicht, ob das so gelungen ist. Ihr seht selber, wenn ich es zumache, verschiebt er sich so ein bisschen hier. Und hat auch, als ich es dann gemacht habe, ein bisschen rumgezittert. Das ist natürlich so eine Geschichte, ihr seht auch selber, da bewegt er sich. Es kommt über die Giants-Seite. Gleich dürfte er hier rausfallen, wenn ich noch ein bisschen Bewegung mache. Ne? Wenn ich es aufmache hier, dann fällt das eh raus. So ist das weiter zusammenziehen, so ist auseinander machen. Bisschen wackelig vielleicht, ne? Aber auch das Geschmacksfrage, muss man halt selber wissen. Und die findet wir, Quatsch, komplett falsche Taste. Können wir einfach über Lizard dementsprechend mal direkt hingehen, das ist das Einfachste. Gehen wir ganz ans Ende. Ne, gehen wir nicht. Da sehen wir das gute Stück. Ne? Das ist es halt. So einfach ist es. So, dann gucken wir mal, was haben wir noch Schönes? Da waren wir gerade, da waren wir auch. So, dann kommen wir hier dementsprechend noch zu. Ich habe hier zwei Verkaufsstationen stehen. Die sind, glaube ich, nur farblich unterschiedlich. Man kann da so ziemlich alles dran kaufen, was man kaufen will. Allerdings dafür, dass man es. Ne, seht ihr selber da, Edge Corn Sale. Man bezahlt mehr dafür, weil man halt einen Aufschlag bezahlt und auch einen Lieferaufschlag und sowas bezahlt. Deswegen kann man sich überlegen, ob man sich sowas hinsetzt. Wenn ja, dann muss man halt mehr bezahlen wie sonst oder man hat halt größere Kosten, wie das sonst der Preis üblich ist. Ne? Muss jeder selber wissen. Zeige ich euch auch nochmal hier im Shop. Steht, glaube ich, unter Diverses. Da seht ihr sie, ne? Multi-Kaufstation, hier steht dasselbe auch. Liefer und andere Zahlbedingungen, die dazukommen. Sieht beides einfach nur aus, als wenn es eine andere Farbe wäre. So, wir haben dann noch hier einen Stall. Genau. Hier seht ihr dementsprechend das kleine Futtersilo. Da werden nämlich dann die Hühner gefüttert, weil genau darum geht's. Hier ist nochmal ein kleiner Platz. Ich schätze mal, hier kommen die Eierkartons dementsprechend raus. Also sehr kompakt gehalten. Ne? Hier geht die Tür auf. Hier sieht man, ne? Eck-O-Matic. Hier werden die Eier schön verpackt. Ne? Finde ich sehr gut, dass das Ganze mal reingemacht hat. Und weiter rein geht auch, wenn man hier nicht gerade mitten in der Tür stehen würde. Aber hier, da seht ihr die, ne? Den Hühnerspaß. Hier geht die Tür auch auf. Da kann man von beiden Seiten halt reingucken und auch von der anderen Seite halt reingucken. Ne? Aber ich fand halt diesen Eck-O-Matic-Verpackautomaten hier, den fand ich cool. So, von der Seite gehen wir jetzt hier nochmal ran. Hier sieht man. Hier könnten die Hühner raus und ein bisschen rumschaben. Kratzen und was auch immer sie sonst so tun. Ne? Durch die Fenster kann man schön reingucken. Also durchaus schon gelungen, finde ich, sieht optisch auch gut aus. Ne? Einfacher, schöner kleiner Hühnerstall, ist immer mehr. Beleuchtung ist auch dran und wie gesagt, ich fände das mit diesem Vorraum und sowas hier schon schön gemacht. So, ich schalte nochmal weiter durch. Wir sind nämlich immer noch nicht am Ende, so einfach ist es. Wir haben nämlich noch, nachdem ich euch den Hühnerstall natürlich auch noch gezeigt habe im Shop, hätte ich fast vergessen. Hier haben wir das Ganze. 234.000. Es gehen 495 Hühner rein. Ja. Warum der so hoch ist vom Preis, weiß ich nicht. Weil hier kosten, ne, die 400 Hühner nur 40.000. Ja, muss man selber wissen. Muss man selber wissen, ob man da was dran tut oder nicht. Aber so ist es halt dementsprechend vorgesehen und deswegen zeige ich ihn euch auch so. 495 Hühner halt. Ne? So sieht das aus. So, bei dem guten Traktor seht ihr hier Bumpergewichte. Schön mit ne? Den Sicherheitsmarkierungen und auch, das zeige ich auch noch mal kurz hier, mit der dementsprechenden passenden Beleuchtung unten im Streifen, vorne, hinten, je nachdem, wie man es dementsprechend möchte. Zeige euch die dementsprechend auch jetzt mal eine Runde im Shop. Mach Licht mal wieder aus. So, das Beste dann. So. Auch die Gewichte kurz im Shop gezeigt. Wenn ich mal richtig klicken könnte. So, da seht ihr die ganzen, ne? Safety Bumper und Safety Weight. Das heißt also, einmal ist es die Variante, die einfach so rangesetzt wird und einmal ist es die Variante, die gewichtsmäßig gesetzt werden kann. Das heißt, da kann man halt auch ein Gewicht mit dran setzen. So, gut. Wir haben noch zwei Sachen hier stehen. Nämlich einmal eine Variante, wo ihr sagt, ihr habt doch schon vorgestellt. Ja, haben wir theoretisch gesehen schon. Horst Sterrano 4FX, aber hier gibt es zwei Varianten davon.
Nämlich einmal ist es als Tiefengrubber ausgelegt und einmal ist es als Grubber ausgelegt. Der Tiefengrubber, also so ein Tiefenlocker, wenn ihr so wollt. Und einmal ist es halt dann als Grubber ausgelegt. Ne, die Varianten braucht man so, glaube ich, nicht groß vorführen. Ich zeige es euch aber hier im Shop, wie sie halt mit eingepflegt sind. Unter Tiefenlockerer habt ihr die Variante, dann steht hier DWS drunter, hinter. Ne, das ist das Tiefenlockerer Variante. 210 PS braucht die dann, 4 Meter Arbeitsbreite haben die Jungs eh. Und unter Grubber haben wir dann die Variante, die normale 4FX, ne, braucht dann 150 PS und hat auch 4 Meter Arbeitsbreite. Das sind also dann schon die beiden Versionen sozusagen. Und hier seht ihr sie auch stehen. Ne? So, gut, ja, dann habe ich noch eine Variante über. So simpel ist es. Hier seht ihr das gute Zeug. Hat eine Besonderheit, deswegen zeige ich es auch so. Das ist, ne? Agromats, wie ihr es dementsprechend seht. Typenbezeichnung reiche ich dann gleich nach, weil wir haben ja im Prinzip zwei Geräte. Wir haben nämlich einmal die schmalere Arbeitsbreite, von den Texturen her alles super gemacht. Und einmal die etwas breitere Arbeitsbreite. Und ihr seht, wir haben drei Varianten, ne, von der Rolle, von, ne, drei Varianten, wie das Ganze enden kann, bis hin zu den freundlichen kleinen, wo man nicht die Finger ranlassen sollte, ne? Das ist dementsprechend drei verschiedene Varianten in verschiedensten Arbeitsbreiten. Und wir haben noch einen Zusatz hier hinten dran und den zeige ich euch dementsprechend gleich auch. Dafür gehe ich aber erst einmal im Shop und zeige euch den Spaß. Ich weiß gar nicht, worunter lief der jetzt noch. Da müsste das, glaube ich, sein. Da haben wir es, ne? Wir haben einmal den AT40 und einmal den AT30. Wir haben einmal 110 PS bei 3 Meter Arbeitsbreite. Und wir haben einmal 150 PS bei 4 Meter Arbeitsbreite. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier, seht ihr selber, das ist die Rohrstabwalze. Wir haben hier einmal die Packerwalze. Und wir haben hier einmal eine Ringwalze. Dann haben wir die Variante, dass wir eine Aussaatabschnitte hinten dran setzen können oder es halt dementsprechend so lassen können. Ne? Aber das sind die Varianten dann halt hauptsächlich zum Umschalten. Und wir haben hier noch eine zusätzliche Aufhängung. Und um diese zusätzliche Aufhängung geht das Ganze. Deswegen habe ich das bei der Variante hier nämlich mal mit rangebaut. Ihr würdet ja sonst sagen, okay, wir setzen, ne, stopp halt, wir setzen das gute Stück jetzt runter. So. Und legen los und ist ja alles super. Würden wir so aber nicht machen. Ne, weil so wären die Lampengeschichte und sowas im Weg. Deswegen können wir die Lampengeschichte, während wir Arbeit auf dem Feld, nämlich nach oben nehmen. So, damit können wir dann arbeiten. Wenn wir dann sagen, wir sind fertig, dann nehmen wir das ganze Stück hier hoch. So, dann werden die Lampen natürlich voll fehl am Platze und wir können die Lampen dann aber runternehmen. Und dann sind die hinten auch das Stück, was am weitesten rausschaut und auch gleichzeitig unsere Beleuchtung. Ist dementsprechend extra anzukuppeln, das Stück. Und ich glaube, das läuft unter. Das sind halt diverses mit hinterher. Ja, hier seht ihr das Agumat. Es kostet 3.500. Könnt ihr auch die Farbe dementsprechend wechseln. Das ist das gute Stück SL2, was ihr dann schön mit dahinter klemmen könnt. Und ihr seht die Stromversorgung für die Lampengeschichte. Finde ich also realismusmäßig sehr schön gemacht, dass man hier halt dann die Lampen auch mal auf die passende Höhe setzen kann. Und wenn man sie hochnimmt, dass sie beim Arbeiten auch nicht im Weg sind. Sehr schöne Geschichte. Und wie gesagt, dann die zwei Arbeitsbreiten. Das ist halt alles in einer einzigen Mod drin. So einfach ist es. So, 1, 2, 3, habe ich glaube ich alles. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mods. Ja, 9 Mods, wir sind durch. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und ja, bis zum nächsten Mal.